Artikelnummer SCP-711. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. Unter keinen Umständen darf SCP-711 in Betrieb genommen werden. Der Betrieb oder der versuchte Betrieb von SCP-711 ist in jedem Fall mit den strengsten und extremsten Mitteln zu bestrafen, die der SCP Foundation zur Verfügung stehen. Sollte es notwendig werden, wird die Durchsetzung dieser Null-Toleranz-Politik zur Aufgabe mit der höchsten Priorität für alle zur Verfügung stehenden Mitarbeiter der Foundation. Die aktuelle Instanz von SCP-711 ist in Beton einzubetten und in einem Typ 2 Hochsicherheitstresorraum in Lagerstandort zu verwahren. Der Raum muss durch mindestens 4 mehrfach redundante Schließsysteme gesichert sein und von bewaffneten Foundation-Agenten mit einer Sicherheitsfreigabe von mindestens Level 2 bewacht werden. Das Gerät darf niemals in betriebsfähigem Zustand gelagert werden. In jeder größeren Krise, in der das Überleben der SCP-Foundation oder eines signifikanten Teils, mehr als 20%, der menschlichen Zivilisation in Frage gestellt wird, müssen die Aufseher des Artikels es unverzüglich zerstören und einen sicheren Zeitpunkt und Ort für seinen Wiederzusammenbau festlegen. Niemand, der in der Lage ist, SCP-711 zu bedienen, darf Kenntnis vom Inhalt von String 17 haben. Beschreibung: Es handelt sich bei SCP-711 um ein Gerät, welches von der SCP Foundation nach den Plänen gebaut wurde, die redigiert gefunden wurden und aus mehreren stark modifizierten redigiert Ausrüstung für Hochenergiephysik zusammengesetzt ist. Seine Hauptfunktion: Daten gelöscht. Zusammengefasst ist es in der Lage, Daten in seine Vergangenheit zu senden und Daten aus seiner Zukunft zu empfangen. Die Übertragung erfolgt ausschließlich in eine Richtung. Ein eigenständiger Betrieb des Objekts ist daher kausal unmöglich. Jede Nachricht, die es erhält, wird zwangsläufig irgendwann in der Zukunft gesendet. Alle SCP-711-Nachrichten legen ihre eigene Existenz und ihren eigenen Inhalt fest. Bis heute sind genau 17 Nachrichten über SCP-711 empfangen worden. Die erste Zeichenfolge wurde um 13 Uhr am Tag der Erschaffung des Objektes empfangen und 4 Minuten später verschickt. Sie bestand nur aus dem Wort Test. Mit den darauffolgenden Benutzungen des Objektes hat sich die Signalqualität drastisch verschlechtert. String 1 wurde perfekt übertragen und las sich Test, sowohl beim Senden als auch beim Empfangen. Mit String 16 wurde wieder genau Test gesendet. Als er empfangen wurde, bestand er aus den Zeichen T$3S hoch F et, gefolgt von 5 Kilobyte bedeutungslosem Rauschen. Zusätzlich wurde im Laufe des Tests 4 Strings empfangen, die nie gesendet wurden und die nachweislich, mit einem P-Wert von kleiner 0,0001, aus nichts als Rauschen bestehen. String 17 wurde 10 Jahre nach der Konstruktion des Objektes redigiert empfangen. Er besteht aus 347 Zeichen und ist entweder stark verschlüsselt oder redigiert. Innerhalb der ersten 50 Zeichen reichen die Daten jedoch aus, um deinem P-Wert von zu ermitteln, dass er von einem Agenten der SCP Foundation mit der nötigen Berechtigung versendet werden wird. Das Sendedatum ist unbekannt. Zum Zeitpunkt der Niederschrift wurde das String noch nicht verschickt. Da String 17 zwangsläufig gesendet werden wird und da bekannt ist, redigiert, dass er von einem Agenten der Foundation gesendet wird, ist das Überleben der SCP Foundation und der Menschheit im Allgemeinen zumindest bis zur Übertragung von String 17 gewährleistet. Die Übertragung von String 17 muss daher um jeden Preis verzögert werden. Das genannte Verwahrungsverfahren wurde so konzipiert, dass der String erst versandt wird, wenn die SCP Foundation nicht mehr in der Lage ist, das Verfahren durchzusetzen, was in diesem Fall bedeuten würde, dass die Foundation de facto bereits aufgehört hat zu existieren. Anmerkung: SCP-711 ist eine Art Absicherung. Bis wir String 17 senden, wissen wir, dass wir jede Krise überleben müssen. Ansonsten ist dieser String ein BL-Klasse-Vorbestimmungsparadoxon. Sobald der String gesendet wurde, haben wir diese Garantie nicht mehr. Ja, irgendwann müssen wir scheitern. Wir haben schließlich String 17 erhalten. Aber je länger wir es hinausschieben, desto länger wissen wir, dass wir überleben können. Haltet das Signal auf, Leute. Unser Fortbestehen könnte davon abhängen. Dr. Paul.